Hi, Teil 2 oder Episode 2 der Stammzellreihe. Und in dem heutigen Teil geht es darum, dass ich ein bisschen erzählen möchte, wie man denn nun adulte Stammzellen, multipotente Stammzellen in der Klinik einsetzt oder was sie sind, was sie können, was sie nicht können, wo Limiten sind, wo wir im Moment regional bedingt an Grenzen stoßen, wo die Grenzen manchmal ein bisschen verschwommen sind, ob es Risiken gibt, was der Benefit ist. Und ja, freut mich, dass ihr wieder da seid. Adulte Stammzellen kommen in allen Geweben und Organen im Körper vor. Und wer beim letzten Mal nicht dabei war, Adult steht für erwachsen. Das heißt aber nicht, dass diese Stammzellen erst im Erwachsenenalter da sind oder dass die schon vorgereift sind und nichts mehr taugen, sondern das heißt nur, dass sie den Zustand der Pluripotenz verlassen haben, den sie im embryonalen Stadium noch haben, und dass sie nun in dem multipotenten, sprich adulten Stadium sind. Der Ausdruck ist, glaube ich, einfach jetzt ein bisschen unglücklich gewählt worden vor vielen Jahren oder noch länger, weil adult halt für uns heißt, dass jemand erwachsen, aber das bedeutet im Zusammenhang mit den Stammzellen nur, dass sie nicht mehr die ganze Potenz einer embryonalen besitzen, sondern eben nur eine eingeschränkte Potenz, die aber durchaus noch ausreichend ist für das, was wir machen wollen. Adulte Stammzellen sind in regenerativem Gewebe von adulten Organismen lokalisiert und es handelt sich hierbei fast immer um multipotente Stammzellen, die die Fähigkeit besitzen, sich selbst zu erneuern und aber unter bestimmten Bedingungen auch in andere Zelltypen differenzieren können. Und damit sie das können, muss man sie halt in gewisse Nischen packen, wo sie sich wohlfühlen. Und dann können sie dort alle Charakteristika, die sie als Stammzelle besitzen haben, ausspielen. Und dann werden sie durch entsprechende äußere und innere Einflüsse dazu gebracht. Und das bedeutet jetzt also, dass eine Stammzelle, die noch nicht differenziert ist und eigentlich zum Beispiel in der Haut liegt und dafür ursprünglich angelegt war, eine Haut zu werden, dass wenn man die schafft zu extrahieren und in ein gleiches Gewebe und einen gleichen Organismus derselben Familie bringt, wie jetzt zum Beispiel Knorpel, dass sie dann dort zu Knorpel werden kann. Warum? Sie war eben noch nicht zu Ende differenziert und hat die Möglichkeit, sich anderweitig zu entwickeln. Und jede adulte Stammzelle besitzt die Fähigkeit, sich selbst zu erneuern und kann aber auch unterschiedliche Zelltypen ihres Ursprungsgewebes werden. Und deswegen versprechen wir uns vor allem in der klinischen Anwendung, und zwar hier nicht nur mehr für die Forschung und die Wissenschaft, sondern tatsächlich auch für uns im Alltag, viele Heilungsmöglichkeiten. Und der Vorteil, auch wenn das jetzt vielleicht von vielen so gesehen wird, naja, die können ja nicht so viel wie embryonale Stammzellen. Ja, das stimmt. Aber erstens habe ich den Vorteil, dass sie relativ einfach zu gewinnen sind, aus dem Fett, aus der Haut, aus dem Knochen, dass sie an den Patienten selber gegeben werden. Das heißt, ich habe überhaupt keine Abstoßungsreaktionen. Und wie gesagt, also das Arbeiten mit embryonalen Stammzellen ist, denke ich, aus ethischen Gesichtspunkten auch nichts, was hier diskutiert werden soll. Und ich möchte mich da auch gar nicht reinhängen. Das ist nicht mein Feld, vor allem weil nicht damit gearbeitet wird. Also bei der Verwendung von adulten mesenchymalen Stammzellen aus dem Gewebe oder Organen gelten folgende Grundsätze. Erstens, es sollte in der klinischen Anwendung von dem Patienten an den Patienten erfolgen. Das heißt also, ich nehme meine Stammzellen und sie werden
für mich und meine Belange verwendet. Warum? Wenn ich jetzt jemand anderem, meinem Kind oder meiner Frau gebe, dann mag vielleicht bei meinem Kind der Genpool noch recht ähnlich sein, aber selbst da kann es zu Abstoßungsreaktionen kommen, weil ganz identisch sind die ja nicht. Dann gilt noch die Regel, dass es ein ähnliches Gewebe sein muss. Das ist immer eine Auslegungsfrage, sagt man nun. Also wenn ich das Spendergewebe für meine zur Gewinnung der Stammzellen zum Beispiel Fett ist, weil wir wissen, dass im Fett die größte Anzahl von mesenchymal, sprich gewebebildenden Stammzellen enthalten ist, dann darf ich die auch nur wieder ins Fett geben oder sage ich, naja, ich entnehme ja Stammzellen und das ist eigentlich egal, wo ich die hingebe. Und dann sind wir bei so einer Situation, das ist eine Frage, wie wird das jetzt ausgelegt? Und da gibt es kein richtig und kein falsch, das ist einfach eine Frage, wie interpretiere ich das jetzt? Und dann gibt es noch die dritte Regel und das finde ich auch sehr gut, dass es die gibt, und zwar, dass man Stammzellen nicht manipulieren darf, weil ich möchte ja nichts an dem Pool ändern, ich möchte ja auch nichts an ihrer Fähigkeit ändern, ich möchte auch nicht, dass sie mehr werden und die züchten, sondern ich will sie einfach so rein wie möglich aus dem Spendergewebe haben. Und das ist eigentlich so der Crucial Punkt, wie rein kann ich meine Stammzelle aus dem Gewebe extrahieren. Denn umso reiner ich die habe, desto größer werden die Möglichkeiten der Dinge, die ich damit behandeln kann. Ein weiterer Vorteil von den adulten eigenen Stammzellen ist zumindest nach aktueller Literaturlage das Ausbleiben von Tumorbildungen, weil ich es ja in meinen eigenen Organismus einbringe und somit können wir relativ risikoarm adulte Stammzellen zur Behandlung von einer Vielzahl von altersbedingten, frühzeitigen oder auch unfallbedingten Erkrankungen einsetzen, manchmal sogar welchen, die systemisch, sprich also schon wirklich chronisch und das kann den ganzen Körper beeinflussen, einsetzen. Und das Ganze in eigentlich einem relativ charmanten und einfachen Setup. Und jetzt, wie funktioniert das Ganze? Also jetzt erstens mal, wie funktioniert das von der Stammzelle? Und dann die zweite Frage, wie machen wir das? Also von der Stammzelle selbst ist es so, dass die Stammzellen, wenn man sie irgendwo hinbringt, dann brauchen die natürlich eine entsprechende Umgebung und einen Organismus, in dem sie sich wohlfühlen. Also es bringt jetzt nichts, wenn ich eine Stammzelle nur auf ein Agarplättchen lege, da wird die nichts tun. Aber wenn ich sie in ihre Nische stecke, also zum Beispiel in ein Gelenk oder wieder ins Fett zurück, wo Entzündungen herrschen, wo Abbauvorgänge da sind, dann erkennen die das, dann fühlen die sich dort wohl und aufgehoben und dann entfalten die auch ihr gesamtes, da sind wir wieder, Potenzial. Na, das ist nichts Neues. Ich meine, das ist wie bei uns, wenn wir irgendwo freundlich empfangen werden, dann sind wir auch sehr viel eher geneigt, da mit großem Enthusiasmus und Hingabe unsere Möglichkeiten zu entfalten und anzubieten, als wenn wir irgendwo in eine unwirtliche Umgebung kommen. Und so ist das eben bei den Stammzellen auch. Und wir nennen diese Umgebung, wird in der Stammzelle oder regenerativen Medizin die Nische genannt. Und folgende Komponenten befinden sich eben in dieser Stammzellnische, nämlich die Stammzellen selbst. Also die finden dann dort ihresgleichen. Dann finden sie Dinge, die die Stammzellen unterstützen, wie zum Beispiel Fibroblasten. Dann finden sie ein Netzwerk, an dem sie sich anhängen können. Dann finden sie Blutgefäße, die sie versorgen. Also es ist eine Vielzahl, das ist wie eine große Suppe, wie eine Großfamilie, in die ja diese neue Stammzelle aufgenommen wird und die sich freut, dass da ein
jemand da ist, der wieder neuen Input und neuen Esprit bringt. Und genauso kann man sich das vorstellen. Und diese Stammzellnischen, die regulieren dann eben auch verschiedene Vorgänge. Wie gesagt, die Selbsterneuerung, oder sie geben eben auch das Signal aus, was aus dieser nun noch nicht vollständig differenzierten Stammzelle werden soll, indem sie die Charakteristik der Nische, in der sie sich befinden, vorgeben. Und zwar liegt es daran, dass der Kontakt zwischen der Stammzelle und den umliegenden Zellen in der Nische hergestellt wird. Und dann werden Signale ausgesendet, die auf die Stammzelle einwirken, und durch diese räumliche Beziehung zu den umliegenden Zellen können dann diese Stammzellen ihr Potenzial entwickeln. Und ja, so ist es dann relativ einfach. Man kann da viele Beispiele herziehen, wie das funktioniert. Das ist einfach wie ein neues Wesen, das in eine bestehende Gruppe kommt und noch ganz klein ist, und man nimmt das an, und dann freut sich dieses Wesen, was auch immer, und entwickelt Potenziale und entwickelt in dem bestehenden Organismus oder in dem bestehenden neue Synergien, neue Kräfte. Ja, und so kann man sich das Ganze dann vorstellen, wie eben neues Gewebe in der geschädigten Umgebung entsteht. Das ist wie der Nachschub, früher bei Asterix und Obelix, die Ablöse kommt. Und wenn man jetzt schaut, welche Formen von diesen adulten Stammzellen gibt es, mit denen wir heute arbeiten, dann kann man da drei Formen unterscheiden, zwei wichtige, eine, die ein bisschen eher im Hintergrund ist. Und zwar hat man die hämatopoetischen, sind diejenigen, die Blut bilden, dann die mesenchymalen. Das sind Vorläuferzellen des Bindegewebes, und am Schluss die neuronalen, die bilden Nervenzellen. Also die Blutstammzellen, die sind zuständig für die Blutbildung und die sorgen im Prinzip rund um die Uhr für die Neubildung von Blutkörperchen und Blutplättchen. Und nur damit man mal ein bisschen eine Idee hat, bei einem Erwachsenen bilden die zum Beispiel täglich rund 200 Milliarden Erythrozyten, 120 Milliarden Leukozyten und 150 Milliarden Thrombozyten. Das ist eine ganz gehörige Zahl. Und die mesenchymalen Stammzellen, die gelten als Vorläufer des Bindegewebes. Und die bilden und erneuern Knochen, Knorpel, Muskeln, Sehnen, Haut, Haarfollikel, Bänder. Das benutze ich sehr oft in der Orthopädie. Und durch die Produktion spezieller Botenstoffe unterstützen sie die Heilung nach Verletzungen oder auch die Neubildung von zerstörtem Gewebe oder auch Auflösung von Narbengewebe, gerade im Bereich der Haut oder Haarwachstum. Und mesenchymale Stammzellen sind vor allem im Fett vorzufinden, während hämatopoetische, also die blutbildenden Stammzellen, vor allem oder eher im Knochenmark zu finden sind. Und wie vorher schon mehr als einmal erwähnt, und es ist mir auch wirklich wichtig, wir arbeiten einzig und allein und ausschließlich mit adulten mesenchymalen Stammzellen. Die hämatopoetischen, also die blutbildenden, spielen jetzt bei mir keine so große Rolle, das ist aber fachbezogen. Die haben zum Beispiel in den Blutkrebs- oder in den Bluterkrankungstherapien spielen die eine ganz andere, ganz große und wichtige Rolle. Aber da müsst ihr euch mit Sicherheit einen anderen Podcast anhören. Da bin ich jetzt als Orthopäde und Longevity oder regenerativer Mediziner sicherlich nicht der richtige Ansprechpartner. Wenn man jetzt also nochmal auf die Spenderregionen kommt, also wo kommen die Stammzellen jeweils her, über denen ich rede, dann sind auf jeden Fall die hämatopoetischen, also die blutbildenden Stammzellen, vor allem im Knochenmark zu finden. Man findet die auch in der Nabelschnur. Wie gesagt, die Nabelschnur ist auch nach Geburt und deswegen adult. Thema, soll ich mir die Nabelschnur meines Kindes nun aufheben oder nicht? Schreibt gerne, ruft uns an, schreibt uns eine E-Mail, beantworten wir. Kontrovers diskutiert mit vielem Für und Wider, es ist sicherlich nicht falsch, aber man muss einfach genau wissen, wofür man das macht und wofür man das haben möchte. Und wenn man das weiß, dann ist da sicherlich auch viel Grund und Sinn dahinter, das zu tun.
Wenn man jetzt zum Thema mesenchymale Stammzellen geht, dann wurden auch die tatsächlich erstmals im Knochenmark identifiziert. Das war bereits 1968. Aber wir wissen inzwischen, dass der größte Anteil von mesenchymalen Stammzellen im Körperfett zu finden ist. Und entsprechend haben die mesenchymalen Stammzellen auch in der Herkunft keine einheitlichen Marker oder Oberflächenantigene, sondern für die gilt Folgendes. Wie definieren wir das? Die müssen einfach in der Kultur, in der Plastik haften. Das spielt jetzt hier keine große Rolle. Wichtig ist einfach, mesenchymale Stammzellen kann man sicherlich aus vielen Organen, auch dem Hirn, der Leber, der Niere und so weiter, gewinnen, Muskel und Haut. Aber das einfachst zu erreichende und auch nahezu nicht ganz unerschöpfliche, aber wirklich reichlich vorhandene Spendermedium für mesenchymale Stammzellen ist das Körperfett. Und das macht das Ganze für uns natürlich auch sehr angenehm. Und neben den Fähigkeiten der mesenchymalen Stammzellen, sich vor allem ins Mesoderm, also jetzt sind wir nochmal im Embryo zurück, Entwicklungslinie zu bilden, das ist also Skelettmuskulatur, Knochensystem, Niere, Herz, Blut, sind mesenchymale Stammzellen auch in der Lage, sich teilweise in andere Zelltypen wie Nervenzellen oder auch Leberzellen zu entwickeln. Also mesenchymale Stammzellen zeigen das höchste multipotente Entwicklungspotenzial der adulten Stammzellen. Und das alles aus dem Fett. Also von mir an mich mit Fett. Wie gesagt, ich habe selber schon zweimal Stammzelltherapien bei mir machen lassen, in verschiedener Art. Beide Male zum Glück erfolgreich. Was heißt nicht zum Glück? Inzwischen wundert es mich überhaupt nicht mehr. Einmal orthopädisch, aber dann auch einmal systemisch und beide Male wirklich mit einem überraschend sehr guten Erfolg. Also ich beim ersten Mal, man merkt schon, habe ich selber, war ich noch ein bisschen skeptisch und habe gedacht, naja, passieren wird nichts, kann ja auch nichts, ist risikoarm, war dann vom Ergebnis völlig überrascht. Beim zweiten Mal gab es dann auch überhaupt keine Frage mehr. Da hatte ich mir selber das Knie verletzt und dann gab es die Diskussion, ob man das eventuell operiert oder auch nicht. Da habe ich gesagt, nee, Leute, ich habe mir den Meniskus und das Band gerissen und dann hatte ich auch noch so eine chronisch ledierte Schulter, wo die Bizepssehne angerissen war. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt kommt hier 1, 2, 3 zusammen und dann war noch ein bisschen was von der Hüfte auch im Spiel. Und dann habe ich mir diese drei Sachen in meiner zweiten Stammzelltherapie therapieren lassen. Bei der ersten, da bin ich in die Blutbahn gegangen, woraufhin mein Visus, also die Notwendigkeit an der Lesebrille erstmal radikal nachgelassen hat. Ich habe es einfach nicht mehr gebraucht für eine Zeit lang und inzwischen brauche ich weniger Dioptrien als früher. Und beim zweiten Mal sind eigentlich innerhalb von wenigen Wochen die gesamten Probleme in allen Gelenken sofort verschwunden gewesen. Und man darf sich das aber nicht von jetzt auf gleich vorstellen, die Differenzierung von mesenchymalen Stammzellen, verschiedene Entwicklungslinien, das ist ein Prozess in mehreren Schritten und der wird durch viele Schlüsselfaktoren gesteuert und reguliert. Und deswegen ist es halt auch nicht nur damit getan, dass man jetzt Stammzellen von A nach B liefert, sondern man kann die natürlich auch noch aktivieren und zudem positiv beeinflussen. Da sind wir dann wieder bei den üblichen Dingen, die wir auch in der Longevity immer wieder berichten, auch ob das jetzt ein Fasten ist oder ein gesundes Ernähren oder ein ausreichender Schlaf, das sind alles Dinge, die positiv auf die Stammzellproliferation, also die Weiterentwicklung und Differenzierung von Stammzellen positiv einwirkt. So, und jetzt sind wir dann eigentlich auch schon an dem Punkt, wo es dann darum geht, wie wir Stammzellen in der Medizin einsetzen und wie wir das machen. Und auch da gibt es vor allem die Verwendung der mesenchymalen, sprich der adulten Stammzellen. Ihr merkt, ich bleibe da meinem Duktus und meinem Credo treu. Ich rede hier nur von adulten mesenchymalen Stammzellen
Und aufgrund der Fähigkeit von mesenchymalen Stammzellen, sich in so viele andere Zellen zu entwickeln und damit eben Reparaturen, Regeneration hervorzurufen, lag es und liegt es nach wie vor auf der Hand, dass vor allem im Bereich des Skelettes, Knochen, Knorpel und der Orthopädie die Stammzellen ihre Anwendung finden. Und da gibt es inzwischen auch zunehmend Studien, die das belegen, auch MRT-Studien mit Vorher-Nachher-Bildern. Und die mesenchymalen Stammzellen sind heterogen und können sich in verschiedene Gewebe mit verschiedenen Mikroumgebungen wachsen. Und das macht die Sache natürlich sehr angenehm. Wir hatten vorher schon mal über die Nischen geredet, in denen die sich im Besonderen wohlfühlen. Und wie sieht es denn jetzt aus, wenn man so eine Stammzelltherapie durchführt? Ich kann das auch wieder nur so berichten, wie wir das machen. Es wird in einer Kurznarkose wird Fett gewonnen. Wir machen das in einer Kurznarkose, weil man sonst extrem viel Lokalanästhetikum in dem Gebiet einsetzen müsste, aus dem man das Fettgewebe gewinnt. Und dieses Lokalanästhetikum ist nachgewiesenermaßen zelltoxisch, also giftig für die Stammzellen. Deswegen machen wir es in einer Kurznarkose. Dann gewinnen wir das Fett und dann ist es so, dass man danach auf verschiedene Arten und Weisen die Stammzellen aus dem Körperfett extrahieren kann. Je nachdem, wo man sich befindet, ist die Definition der Manipulation sehr unterschiedlich. Also es gibt Regionen, da ist rein nur das Spülen erlaubt, mechanisches. Man kann es filtern, man kann es schlagen. Und dann gibt es andere Länder, in denen die Verwendung eines Enzyms erlaubt ist, sodass man die Stammzellen in Reinform aus dem Fett gewinnen kann. Was ist richtig, was ist falsch? Darauf möchte ich hier nicht eingehen, weil das ist nicht meine Aufgabe. Ich möchte hier nur Dinge erklären und erzählen, was möglich ist. Egal in welcher Art und Weise, man kann dann aus dem Körperfett die Stammzellen in mehr oder weniger reiner Form extrahieren und je nachdem, wie man sie dann gewonnen hat, hat man dann die Möglichkeit, das wieder einzubringen. Also sprechen wir jetzt zum Beispiel von dem Feld der Orthopädie, dann kann man diese Stammzellen auch ohne, dass man sie in Reinform gewonnen hat, dann ist es teilweise sogar noch sehr gut, wenn die noch ein bisschen Fett als Trägersubstanz haben. Man kann die dann in den jeweils im Gelenk befindlichen Fettkörper einspritzen und von dort sind die in der perfekten Nische, um zu sehen, was sie in ihrer neuen Umgebung machen sollen. Man kann sie in die Haut spritzen, dort sind sie für die Neubildung von Hautzellen extrem hilfreich, wird oftmals zur Verjüngung von Haut verwendet, kann aber auch bei chronischem Narbengewebe verwendet werden, kann bei Verätzungen oder Verbrennungen oder also wie gesagt, ich habe gerade schon mal gesagt, Narben verwendet werden. Manchmal wird es auch für langanhaltende Pigmentstörungen verwendet. Da ist die Literaturlage ein bisschen unklar, inwiefern das bringt. Es wird sehr oft und auch sehr erfolgreich im Bereich, im Fall eines frühzeitigen Haarausfalls verwendet, weil es die bestehenden Haarfollikel stärkt und die Bildung neuer Haarfollikel auch pusht. Und wenn man die Stammzellen aus dem Körperfett eben in Reinform gewinnen kann durch die Verwendung eines Enzyms, wer fragt, das ist hier bei uns in der Region Deutschland, Österreich, Schweiz nicht möglich, dann kann man die Stammzellen, die mesenchymalen, auch in die Blutbahn geben und dann hat man natürlich weitere Behandlungsfelder auch für zentrale Erkrankungen, sei es Parkinson oder Alzheimer oder auch bis hin zu Diabetes, weil es dann eben auch in manchen Fällen die Nervenzellen neu bildet und was eben Stammzellen auch können und weswegen sie auch eine tolle Wirkung haben, ohne Nebenwirkungen zu produzieren ist. Sie haben einen sehr, sehr hohen antientzündlichen Effekt. Ich habe das, wie gesagt, bei mir selber gemerkt,
meine Knochen- und Gelenkschäden waren relativ schnell weniger geworden durch die Stammzellen. Und das ist so eine zwei Phasen, in denen dann die Heilung abläuft. Man hat erst einen Aha-Effekt, das ist der andere entzündliche Effekt von Stammzellen. Der lässt danach, bevor dann der Reparatureffekt einsetzt. Und die Frage, mit der wir häufig und auch zu Recht konfrontiert sind, Mensch, wie schnell geht denn das? Das ist wie alles in der Natur. Es ist nicht so, dass ich einen Samenkorn oder eine Stammzelle in die Erde schiebe und am nächsten Tag ist eine Blume gewachsen, sondern es braucht halt alles seine Zeit. Man muss gießen, man muss auch pflegen. Es bringt nichts, die Stammzelle da irgendwo nur hinzutun und ihr dann keine Hilfestellung zu geben, sondern es ist eine gesamtheitliche Therapie der regenerativen Medizin, die halt nicht nur fokal, sprich vor Ort stattfinden muss, sondern auch den ganzen Organismus betrifft. Aber wenn man das macht, dann erhält man hervorragende regenerative Ergebnisse, bei denen sich Knorpel zurückbildet, bei denen sich die Hautnarben entfernen lassen, bei dem sich die Hautzellen verjüngen, in neue Haarfollikel sich bilden. Und ja, das Ganze passiert aber, wie gesagt, nicht von heute auf morgen, sondern es ist ein Prozess. Und bis man ein Ziel erreicht hat, sagen wir gerne, sind es um die 9 bis 12 Monate, wo man sagen kann, dass man jetzt an einem Punkt erreicht ist, wo man sagt, dass die Zellregeneration zu einem Ende gekommen ist durch die Stammzelltherapie. Und ja, ich möchte nochmal zusammenfassen, wir arbeiten in der Klinik nur und ausschließlich mit multipotenten, adulten Stammzellen, wie in der Orthopädie und der regenerativen Medizin eher mit mesenchymalen, weil sie gewebebildend sind. Aber es gibt auch die blutbildenden Stammzellen, die genauso ihre Wichtigkeit besitzen. Hauptspenderregion, Wissensstand heute für mesenchymale Stammzellen, ist das Körperfett. Man kann das an allen gut erreichbaren Orten, vor allem in der Haut, problemlos ein- und umsetzen und kann aber auch, wenn man die Möglichkeit hat, die Stammzellen entsprechend rein aus dem Spendergewebe, in dem Fall Fett, zu extrahieren, in die Blutbahn geben und damit eben auch systemische oder zentrale Dinge in Angriff nehmen. Und wenn noch Fragen dazu bestehen, dann schreibt mir gerne eine E-Mail oder schreibt was auf Instagram oder haut auf den Gong, wenn euch der Podcast gefallen hat. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal in einer unserer Folgen auf der Orthopädie oder der regenerativen Medizin. Euer Philipp.